was sich viele Kollegen, ehemalige Kollegen nicht klar machen, ist, dass sie sich nicht, wie zum Beispiel ein Soldat, auf einen sogenannten Befehlsnotstand zurückziehen können. Jeder Beamte ist vollumfänglich verantwortlich für seine Handlungen. Also, liebe Kollegen, liebe ehemaligen Kollegen, wenn ihr Zweifel an der Rechtmäßigkeit eures Handelns habt, was ihr befohlen bekommt, dann bitte geht zu eurem Vorgesetzten, tragt ihm diese Zweifel vor. Wenn er sagt, ihr müsst es trotzdem tun, dann geht zum nächsten Vorgesetzten und tragt ihm eure Zweifel auch vor. Ansonsten geht jede strafbare, jede rechtswidrige Handlung, die ihr in gutem Gewissen durchführt, auf euren Deckel. Ihr geht dafür in den Knast und nicht euer Vorgesetzter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Beamten, die die Wasserwerfer bedient haben, die dann Kinder, alte Menschen oder Menschen, die einfach nur für ihre Freiheit auf die Straße gehen, weggespült haben, dass sie wirklich ein gutes Gefühl dabei hatten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ihr habt wirklich nur euch zurückgezogen auf den Befehl, den ihr bekommen habt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen Wasserwerfern wirklich Menschen drin sitzen, die keinerlei Gefühlsregung zeigen, wenn Kinder, Omas, Opas einfach von der Straße gespritzt werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und deswegen nochmal, liebe Kollegen, geht zu eurem Vorgesetzten, meldet eure Bedenken zur Rechtmäßigkeit der Handlung an, um wenigstens aus der Verantwortung herauszukommen. Es wurden seit Jahren wurde in Berlin kein Wasserwerfer mehr eingesetzt. Nicht mal zu den großen Mai-Demonstrationen, die dann grundsätzlich in Gewaltorgien ausarten. Selbst dort wurde kein Wasserwerfer eingesetzt. Und jetzt Kinder, Omas, Opas, Menschen, die einfach freiheitsliebend sind, von verschiedenen politischen Grundüberzeugungen geprägt, den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden, einfach ihre Freiheit zu verteidigen. Die spürt ihr von der Straße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr dabei wirklich ein gutes Gefühl habt.